Hast du mal eine Kippe? Danke. Steig ein, Annemarie, mach Banane. Die Fähre in Kork wartet nicht. Die Uhr tickt bei dir, weißt du? Wenn wir in 3 Stunden nicht beim Doktor sind, du bist ja ganz grün im Gesicht. Dir ist übel, was? Nur nicht ins Auto kotzen. Hier, nimm die Plastiktüte. Das Ticket für die Überfahrt habe ich in der Tasche. Auf der Fähre, da sind wir in Sicherheit. Da bringe ich dich gleich zum Schiffsarzt. Schau mir in die Augen, Lady. Was siehst du? Ha, mich, eine chemische Verbindung von Paul und Kokain. Trotzdem fahre ich dich. Kein Notarzt, keine Polizei. Nur raus aus Irland. Nachher kriegen die mich noch als Mittäter ran. Ach, hast du Schiss? Bleib cool, Mann. Ich hab den Linksverkehr doch drauf. Ach, warum bin ich nicht in Berlin geblieben? Jetzt habe ich die Alte an den Hacken und die beiden Toten. Oh Mann, einen ganzen Sommer in Irland, sozusagen als Fahrer und Mädchen für alles. Verrückte Familie, Annemarie und ihre Schwester Linda aus Berlin. Und voll krass, Ludwig, Lindas Mann. Und alle über 80. Wagen mit Navi und allem, schickes Auto, liegt gut auf der Straße. Und die haben Kohle, Haus in Irland, Grunewald-Villa. Das war besser als Türsteher auf dem Kiez oder Bauarbeiter, Hartz-IV-Empfänger oder Zivi im Altersheim. Dieser irische Regen kann ganz schön nerven. Aber die Iren finden sogar den Regen nice. Oh, hello, Mr. Flanagan. Nice soft rain. Really nice soft rain. Nice soft rain today. We need it for the potatoes. Für die Kartoffeln. Yes. Mr. Flanagan hat die beiden Särge für uns gestischlert. Gute handwerkliche Arbeit. Kann man nicht meckern. Ach, da schwankt ja auch noch Paddy an seiner Mauer entlang. Oh Mann, Paddy ist crazy. Kaum noch Zähne im Mund. Er schiebt sein Fahrrad, weil er immer einige Pins zu viel getrunken hat. Oh, hey Paddy, what about the football match on Sunday? You never know. Typisch irisch. Keine Zähne im Mund, aber eine Mauer vor seiner Hütte wie vor einer Villa. Schlechte Zähne im Mund. Kann man haben, aber schlechte Mauer geht gar nicht. Ach, Augen auf, Annemarie. Das siehst du vielleicht zum letzten Mal, vor allem im Schuppen hinter der Mauer. Nicht einpennen. Ich leg meinen Zahn zu. Die beiden Leichen im Schuppen vom Paddy. Mann, bis die nach Berlin überführt werden können, das dauert. Kann man sich gar nicht vorstellen. Der Regen tropft schon durch das Dach auf die Särge. Und 5-mal wurde der Termin für den Abtransport verschoben. Termine, weißt du, Termine sind für die Iren reine Orientierungsangaben. Und Paddy hatte die Idee mit den Handys gehabt. Jetzt liegt in jedem Sarg eines. Man kann ja nie wissen. Vielleicht ist einer nur scheintot oder wacht 3 Meter unter der Erde wieder auf. Wäre doch ätzend, ne? Und dann hat er wenigstens ein Handy und kann anrufen. Na, Paddy hat sie auf Vibrationsalarm gestellt. Schließlich soll ja beim Begräbnis keiner gestört werden. Ne? Stell dir das mal vor, es klingelt aus der Gruft. Didel, 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 dumm. Nächste Straße, rechts abbiegen. Ach, so, wieder ein Dorf hinter uns. Jetzt auf den Ring of Kerry. Hast du noch mal eine Kippe, Annemarie? Oder willst du Musik hören? Oh, krass, ihr habt noch Kassetten vom Riverdance, Rose of Tralee. Das klingt wie, oh, eine Line wäre jetzt geil. Habe ich denn nur, ach. Shit, was war denn das? Speed, Kills, 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 fahren hier rum wie die Säue. Als Gott die Zeit erschuf, hat er genug davon gemacht. Ach, naja, wenn Gott wüsste, wie eilig wir es haben. Na, bin wohl zickzack geheizt. Ach. Das tut gut. Oh, Lenker festhalten. Ich will nicht über den Regenbogen gehen. Ehrlich, Mann. Poetisch, ne? He is gone over the rainbow. Du willst lieber aussteigen, Annemarie? No risk, no fun, was? Fuck you. Noch 2 Stunden bis Cork.
Oder willst du kotzen? Du musst durchhalten, meinetwegen. Wir haben einen Deal. Oder willst du, dass sie eine Obduktion riskieren? Fahren Sie weiter geradeaus. Naja, Alte obduziert man sowieso nicht mehr. Zu viel Mühe. Ach, vielleicht schreibe ich die Story einmal auf und werde Schriftsteller. Berühmt, das wäre was. Immer flüssig, Sportwaren, geile Girlies. Ludwig, ja? Als ich den das erste Mal sah, dachte ich, der hätte Knochen verschluckt. So eingefallene Wangen hatte der. 85. Hat als Pianist in ganz Europa Konzerte gegeben, als er noch fit war, Beethoven und so ein Zeug. Lange Spinnenfinger, mit denen er immer die Tischplatte misshandelt hatte, immer Töne im Kopf. Mein Engelein, hat er Linda genannt, mein Engelein, dich hat mir der Himmel geschickt. Und die Schwestern? Die haben mich den Sommer über zugequatscht, krass, die haben mir fast das Ohr abgekaut mit ihren Ehedramen. Ich hätte Bock auf den Rap, bisschen dissen. Wunderbar, alles klar, die Story geht so. Ludwig war ein Künstler, einer wie keiner. Er war ein gescheiter Lebenskünstler. Er liebte das Leben angemessen, besessen, chaotisch, neurotisch, fragil, poetisch, fast polemisch. Also mit fühlte er sich frei, war dabei, die Zeit zu vergessen, war versessen auf Linda, die umgarnte, ihn nicht warnte, friedhofsblond sein Haar, die Finger nicht mehr wollten, wie er wollte, alles klar. Arthritisch, rheumatisch, pneumatisch, fast phlegmatisch, aber Linda, Linda liebte Ludwig. Ludwig, ihren Gott, am Klavier. In 2 Kilometern rechts halten. Ach, bleib cool, Lady. Fast noch eine Stunde Zeit, Eile mit Weile, hatte meine Großmutter immer gesagt. Hauptsache, Annemarie kommt nicht in so einen Schockzustand. Ach, dieser ewige Zickenkrieg der Schwestern. Nur weil Linda noch einen Mann hatte, Annemarie aber nicht, hat sie mir mal gebeichtet im Pub. Sie hatte mehrere Guinness-Intos und ist beinahe vom Barhocker gekippt. Kann doch keiner was dafür, dass ihr Mann an einem Herzinfarkt abgekratzt ist. Filmproduzent, die sterben immer am Infarkt oder saufen sich tot. Alk pur in den Adern, ehrlich, Mann. Von seiner Kohle hat sie sich die Hütte in Irland gekauft und ist jeden Sommer mit ihrer Schwester dorthin gefahren. Und immer wollte Ludwig mit. Ludwig fischte nicht nur Fische, sondern manchmal auch im Trüben. Das zu sehen, zu verstehen, war nicht Annemaries Belieben. Das Leben, was er lebte, und er lebte es nicht schlecht, wollte sie stoppen, sein Poppen, ihn verkloppen mit Recht. Doch die Zeit war die Zeit, die er vergaß zu beeilen. Und der Greis wurde greisig und die anderen Frauen meilenweit entfernt. Falsche Zeit, falscher Ort. Hosenlos die Hosen an und fort. Aber Linda, Linda liebte Ludwig, Ludwig ihren Fischer. Annemarie war die Ältere und ihre Mutter, als sie den Löffel abgab, musste sie ihr versprechen, auf Linda aufzupassen. Dieser Kerl, dieser Heuchler, war ein Spruch von ihr. Der hatte fremdgepoppt, immer wieder. Auf seinen Konzertreisen und später sogar in Berlin machte er mit der ersten Geige rum. Im Garten blühten Rosen, Rosen, die verblühten, sein Auge sah die Tat, er erschrak, mochte er sich drehen, wie er wollte, Sinn halt geben, beflecken, sich verstecken, verrecken an Ecken an die Zeit, befreit, gefeit, Jahre, die verglühten, am Ende spielte er verrückt in den Stück um sein Glück. Aber Linda, Linda liebte Ludwig, Ludwig, den Bekloppten. Und was hat sie davon gehabt? Als er blöd im Kopf wurde, war sie plötzlich sein Engelein. Und sie war happy. Nicht die schlechteste Idee, einfach alles vergessen. Sowas gibt es. Was war da verrückt in dem Kopf? Fragte immer dasselbe, jeden Tag. Er vergaß einfach, dass er schon gefragt hatte. Und Linda flüsterte mir jedes Mal die Antwort zu. Irgendwann hat man alle Antworten drauf. Und jetzt kommt die unbefleckte Empfängnis, flüsterte Linda, und er sagte prompt, ich habe nie was Unanständiges mit den Frauen gemacht und unsere 2 Kinder sind ein Geschenk Gottes. Das war traurig, wie bei diesem Opa, diesem Alki, wie hieß der noch,
Ich hab's ja, Harald Junke mit dem Teddy, das war auch so traurig, finde ich. In 400 Metern rechts halten. Oh, hier sind wir erst, oh, die Zeit wird knapp. Weißt du noch die Diskussion, Annemarie, als Ludwig aus dem Bett gefallen war? Ich war ganz deiner Meinung, ein Gitterbett müsste her, aber nein, Linda wollte ihm seine Würde lassen, stellte Stühle um das Bett. Der Horror, sag ich dir, der Horror, in der kleinen Kammer zu schlafen neben Ludwigs Zimmer. Jede Nacht dieselben Geräusche. Linda tappte zum Wäschewechseln herein. Ein paar Mal half ich ihr dabei, bin ja nicht so, ne? Er wurde gewindelt, aber es ging immer was daneben. Mann, war das eklig. Der konnte ganz schön brüllen, wenn er was wollte. Am Tag war es auch nicht besser. Engelein, mach die Tür zu. Engelein, mach die Tür auf. Die Luft ist so stickig. Engelein, ich möchte Kekse. Und wenn sie alles gemacht hatte, dann legte er von vorn los. Linda half ihm und ging dabei fast selber drauf. Das war Liebe, sag ich dir. Selbstlose Liebe. Voll geil. Rechts halten. Wow, ist das eine Optik. Siehst du das Meer? Einmal ging der Vollmond über Beera auf und schien in die Kenmare Bay. Ich war voll gut drauf, hatte mit Annemarie eine durchgezogen. Wir genossen draußen vor dem Haus die Sommernacht unter der Stechpalme. Ich weiß nicht, warum Linda ihren beschissenen Mann noch mal nach Irland gebracht hat. Vielleicht deshalb. Für diesen Blick. Richtiger Gutmensch. Wieso ist es schon 16.16 Uhr? Kein Stau jetzt bitte, kein Stau. Die Zeit tickt, tickt, tickt immer schneller. Der reinste Wahnsinn. Weißt du, Annemarie, ich kann dich verstehen. Ich hätte ihn umbringen können, wenn er die arme Linda fünfmal in der Nacht wachbrüllte. Linda prüfte jedes Mal, ob er ins Bett gemacht hatte. Aber oft war nichts, Mann. Sie fragte ihn, was denn sei, warum er sie nicht schlafen lasse. Und er strahlte sie nur an. Ich wollte doch nur mal dein Gesicht ansehen. Danach lag ich stundenlang wach. Ich bekam alles mit, weißt du? Fahren Sie weiter geradeaus. Oh, war das geil, wie Annemarie immer mit mir in der Gegend rumkutschiert ist. Sie kannte jeden im Dorf. Jim, The Drinker, spekulierte schon auf ein Bier, wenn sie kam. Die anderen Alkis auch, echt fett. Und sonntags fuhr ich sie in die Kirche. Linda blieb immer zu Hause, setzte Ludwig in seinem Rolli in die Sonne, wich nie von seiner Seite. In den letzten Wochen fütterte sie ihn sogar. Am liebsten hatte er Brei und Kaffee und Süßkram. Nur nicht kauen, nur nicht die Zähne auseinandernehmen. In 7 Kilometern rechts abbiegen. Oh, gleich sind wir da. Um 17 Uhr geht die Fähre, Annemarie. Und dann der krasseste Tag. Abgefahren, sag ich dir. Sowas musste ja kommen. Linda hatte mittags an der Matratze gehorcht und ich saß bei Ludwig und las ihm aus der Zeitung vor. Er checkte nichts, aber Linda wollte das so. Immer wieder nervte er. Bitte, bitte, gib mir doch was, ich hab Hunger. Dabei hatte ich ihn vor einer Stunde mit Milchreis abgefüllt. Bitte, bitte, jammerte er. Ich hatte Order, ihm nicht zu geben. Und da kam Annemarie, da kamst du ins Wohnzimmer gestürmt. Dieser Scheißkerl soll endlich seine Schnauze halten, schrie sie ihn an und schüttelte ihn. Immer wieder schüttelte sie ihn. So hatte ich sie noch nie gesehen. Linda kam gleich hinterher. Lass ihn los, Annemarie. Er kann doch nichts dafür. Du machst mir meine Schwester nicht kaputt, du nicht! Plötzlich ließ sie ihn los. Dann mache ich dir eben was zu fressen. Sie ging in die Küche. Durch die offene Küchentür sah ich ihren Rücken. Sie zitterte am ganzen Körper. Ich sah
wie sie Kartoffelbrei aufwärmte und sah, wie in 200 Metern Wänden. Oh shit, jetzt habe ich die Abfahrt verpasst. Okay, wir schaffen es trotzdem. Annemarie, versprochen. Sie kam mit einer Schüssel, Mund auf. Er presste die Lippen zusammen. Sei nicht so störrisch. Ich denke, du hast Hunger. Du isst jetzt. Er presste die Lippen noch fester zusammen. Sie bohrte den Löffel in ihn hinein. Er prustete ihr den Kartoffelbrei ins Gesicht. Ich verkniff mir ein Grinsen hinter der Zeitung. Geh bitte. Ich mach das schon. Bitte, flehte Linda. Arschloch. Annemarie verließ das Zimmer. Linda hob ihm zart einen Teelöffel Kartoffelbrei in den Mund, dann sich selbst einen Löffel, dann ihm, dann sich, dann ihm, immer abwechselnd. Danke, mein Engelein, waren seine letzten Worte. Dann sank Lindas Kopf auf seine Brust, die Schüssel entglitt ihrer Hand und zerbrach. In der Küche sah ich Annemarie weinen. Ich dachte, ich verpiss mich besser. Natürlicher Tod, Altersschwäche stand auf dem Totenschein, weiter nichts. Und der Pfaffe hat auch noch ein versiegeltes Pergament in den Sarg gelegt, einen Pass für das Paradies sozusagen. Kann jeder kaufen. Krass, Mann. Petrus, der Türhüter des Himmels, soll die beiden Alten ohne Verzug ins Reich Gottes einlassen. Alle Sünden sind vergeben und den Segen der Kirche haben sie dazu. Das ist Irland. Warum? Warum also das Zeug noch selber schlucken heute Morgen, Annemarie? Lief doch alles glatt. Über Monate hast du Ludwig das weiße Pulver untergemischt, in kleinen Dosen. Du dachtest, ich hätte das nicht gepeilt, was? Aber ich wusste, was los war. Das Zucken, die Lähmung, die Kopfschmerzen vom Alten. Langsam und qualvoll sollte er sterben. Hast wohl die Nerven verloren. Oder warum plötzlich die große Überdosis, an der auch deine Schwester draufging? Dumm gelaufen. Links vor ihnen liegt das Ziel. Ach, halt die Schnauze. Nee, das können die mit mir nicht machen. Beihilfe. Sag doch was, du lebst doch, oder? Annemarie, rede. Ich habe nichts damit zu tun. Die Fähre. Wir sind in Cork. Die Kaimauer. Diese Farben, dieses Grün, dieses Blau, dieses Türkis, diese Farben. Wo hört der Himmel auf? Wo fängt das Meer an? Du weißt es nicht. Mein Gott, ist Irland schön. 17.10 Uhr? Ein Regenbogen über der Bucht. Da, ein zweiter. Lass uns abheben, direkt durch den Regenbogen auf die Fähre fliegen. Annemarie, wir sind gerettet, wir fliegen! Sie haben ihr Ziel erreicht. Die Routenführung ist nun beendet. Langsam, ganz langsam steigt der Wasserpegel im Auto.